Das ist die einfachste Disco, die man bauen kann, glaube ich. Ja, was denn? Ich hatte gerade ein Gate so eingestellt, also eigentlich sollte das, wenn das ankommende Signal von der Pipe aus ist, dann soll es ein Signal ausgeben. Von wegen Inverted Lamps und so, ne? Ich hatte das aber so eingestellt, dass wenn das Signal aus ist, dann soll ein Signal an ausgeben. Ja. Schöner Das hat Clock mir die gebaut. Frames von 260 oder 280 auf 50 runtergezogen. Okay. So. Das heißt, da müssen jetzt überall Items. Boah. Das wird, glaube ich, dauern. So, Dann hier habe ich noch. instant alle voll klatschen. Aber wahrscheinlich sind die halt alle voll. Wahrscheinlich. Komm mal her, hier Magnet. Lag. So, hier kommen die raus. Gut, das heißt Extractor Logistik. Extractor Logistik. Extractor Logistik. Ich glaube aber, das sollte dann auf Würdest Dauer du bitte deinen reichen. Magneten ausmachen? Yep. Sorry. Wie viel haben wir denn jetzt hier alles in allem? Ich habe ganz vorne noch ein paar wieder weggerissen, dass es nicht ganz so vollgequetscht aussieht. Ich habe die ersten zwei Stück weggemacht noch. Vier. Eins, zwei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Ach du Scheiße. Ja. Wenn das mal nicht extrem laggen wird gleich. Wer guckt eigentlich nach, ob die alle funktionieren? Flinny! Aber es funktioniert. Die Zentrifugen. Nein. Ach, warum nicht? Opfer dich doch für die für die Gruppe. Ich wollte gerade sagen, für die Nö. Gesellschaft, aber das war ein bisschen anderer Film. So. Und noch Stimmt, ich zwei könnte noch von ein. denen. Stimmt ja. Na, Terminal. Gut, so. Aha, warte, ich glaube, die sind jetzt nicht die Foldroute, genau. So, das heißt, jetzt brauche ich noch die Logistikpipes wieder. Nein, die brauche ich doch nicht mehr. Auch nicht, das auch nicht. So, darf ich den Magneten kurz wieder anmachen? Nein. Ich bin eh fertig, von daher. Ah, okay. Ach, hast du die Zentrifugen nicht aufgestellt? Kann ich klar machen. Okay. Aber bitte alle gleich. Würde die jetzt immer um 90 Grad drehen. Ah, okay. Ja, sonst kann ich die auch eben aufstellen, wenn du. Ja, hast du schon genommen. So. Das heißt, im Normalfall sollten die jetzt ja deutlich schneller alles abarbeiten können. Okay, hier sind gar nicht genug. Extractor. Ich nehme mal nur ein MK3-Modul. Mal gucken. So. Also, nee. Ich glaube, der schießt das nicht. Doch, der schießt das hier komplett hoch. Hä, kann man da jetzt noch Priorität oder so einstellen? Nee. Warum packt er das denn nicht selber in die Dinger rein? Egal, noch ist das System nicht schnell genug. Ah, da sind jetzt viele Items. Holy shit. Gut, Aber ich habe Extractor immerhin noch MK3 mehr als PS funktioniert als nicht. vorne. Ich bin jetzt bei 40 mittlerweile angekommen. What the fuck? Nein. Kannst ja herkommen.
Nein, da ist es. Jetzt, wenn ich genau drauf gucke, habe ich noch 60. Ich habe also mehr FPS als vorne. Also irgendwas machen wir richtig oder falsch. Je nachdem. Ach, verdammt. Das Problem ist, wir müssen die Colored-Dinger noch einstellen. Ich bin total verpennt. Weil wir kriegen theoretisch irgendwann dann nochmal Colored Honey raus. Genau. Oder Drops heißen die. Warte mal, wir brauchen hier die... Ne, wir brauchen Tinted Honey. Und die Colored-Dinger? Wofür braucht man die? Oder kann man die schon direkt benutzen? Stimmt, die kann man schon direkt benutzen. Aber wir brauchen das Tinted-Zeug. Ja, wo kriegt man denn die Tinted-Ding raus? Tinted. Da. Ah, es gibt Tinted Comps extra. Okay. Dann schmeiße ich die mal ganz kurz ins System rein. Alter, wie viel hin und her schießt an Items? So, wir müssen dann aber auch gleich ausmachen. Wir sind bei 45. Könnt ihr mal vorbeikommen? Ja, will ich auch gleich. Ich würde nur gerne noch die Maschine fertig einstellen. Dementsprechend müssen wir mal eben drauf hoffen, dass das ganze Tinte-Zeug durchgeht. Jetzt müsste ich hier hinten auch noch Licht hinmachen, stimmt ja. Alter, guck mal, wie schnell der Honig hochgeht. Kann man gefahrlos bei euch zu euch hinkommen? Ja. Welcher Honig? Ja. Ach, ja? Die Honigdrops oder? Ach du Scheiße. Ja. Deckweise. So, also theoretisch, Alter, sollte jetzt auch das Colored Honey irgendwann durchgehen. Was macht ihr hier? Party? Weißt du jetzt, warum das nicht mit dem E-System regeln will? Ihr wundert euch, dass ihr hier kaum FPS habt? Nö, tue ich ja nicht. Nö. Also ich könnte nochmal den Import aus dem alten System anschmeißen, denn weißt du, was FPS-Drops sind? Ja, gut. Meine Frage, haben wir die Deep Storage Unit für Honey Drops? Glaube nicht. Ja. Geht jetzt der Color-Zeug langsam mal raus? Oh, ich muss meine Page mal neu festlegen. Naja. Nicht. Tinted. Nee, noch? Nee. Ach, wie heißt denn das noch? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Tinted Honey, doch. Tinted Honey. Hä? Das existiert gar nicht? Tinted Honey. Extra Bees. Hä? Okay. Ich glaube, wir haben einen Bug. Wir haben einen Käfer totgetreten. So. Da bekomme ich Light Blue Tinted Honey. Aber Tinted Honey existiert bei mir mit dem Dings nicht. Es ist bei euch im Not Enough Items Tinted Honey. Ne. Wobei da ja auch nicht alles dran ist immer. Ja, das wundert mich irgendwie. Aber okay, theoretisch sollte es jetzt eigentlich irgendwann mal hier ankommen. Ich weiß, du hast hier Rohstoff angefragt. So. Also meinst du, das sind die Comms? Mal gucken. Ach du Scheiße, was ist jetzt denn gerade passiert? Die Kiste wurde gerade komplett leer gesaugt mit Comms. Scheiße. wenn ein Ding leer ist und anfragt, schickt das System einfach mal alle Comms, die es in der Kiste hat, raus.
Könnte ja sein, dass die instant verarbeitet sind, ne? Ja. Ah, aber es scheint hier drüben scheint es zu funktionieren. Gott. Also wir kriegen auch Farbstoff. Hä? Das ist jetzt irgendwie... Na gut, komm, wir lassen das mal laufen, gehen mal zur Flini gucken und dann kommen wir demnächst mal gucken. Ja, warte ganz kurz. Ab zum Reaktor. Item Sync, grün. Ist das jetzt das Letzte, was gefehlt hat? Ja! Ja! Ich hab's eingestellt gekriegt, gut. Der muss es jetzt nur noch als Blackliste eintragen. Bini, und wenn du jetzt noch den Keller fluten würdest, würde das noch besser aussehen. Irgendwie will ich nicht kommen, hab ich das Gefühl. Nein. Wo ist eigentlich mein Warpbook schon wieder? Im wow. System. Nee, nicht ganz. Da liegt aber eins dran. Ist aber nicht meins, ist ein leeres. Na gut. So. Ja, du hast... Meine Frage. Ja? Woran hast du jetzt die 1 Stunde 45 gearbeitet? Ich hab den kompletten Keller... Ich hab hier die kompletten Kabel rausgerissen, weil die waren vorher hier übereinander auf der Etage, wo du gerade läufst. Das heißt, du konntest hier kaum durchlaufen. Beziehungsweise warum hast laufen. Du jetzt hier noch so eine Zwischenetage reingezogen? Wartungsgang. Das sieht okay. gut aus. Okay. So, ein Wartungsgang über den Wartungsgang über den normalen Gang. Nein, ein Wartungsgang über dem Kabelschacht, den du direkt aufmachen kannst. Ja, aber ein Wartungsgang hat im Normalfall... Aber eine ordentliche Eingangstür hast du immer noch nicht hingebaut. Nee, das machen, wollen wir später machen. Ja. Wofür ist dieser Schalter? Wir wollen dieses Controller-Häuschen quasi nochmal abreißen. Naja, das... Gut, jetzt weiß ich, wo du die Zeit für gebraucht hast. So. Wo hast du jetzt die Capacitor-Bank hingepackt? Die steht erstmal temporär draußen und ist an Solar angeschlossen. Ach da, okay. Weil die also nur Solar. Also die Stromkabel, die gehen auch nicht da rein. Beziehungsweise laufen einmal da in der Schleife halt bei den Solarpaneelen. Aber das würde ich dann komplett machen, wenn wir die... regulär umbauen. Ja. Okay. Das wo geht der Strom stellen? Jetzt weg? Oder ist das In- und Output hier? Ja, ja, das In- und Output. Achso. Ja, gut, passt eigentlich. Gut, genau genommen ist die... Station, was ist das denn? Keine Ahnung, die stand da. Ich habe sie nicht dahingestellt. Das ist für die Quests? Ja, das Ding stand an der Capacitor Bank dran, deswegen habe ich es auch hier mit hingestellt. Okay. Das gut. haben wir gemacht, weil wir den Strom abgegeben haben. So, und bei den Bienen scheint es alles zu klappen. Wie viel Strom mussten wir denn abgeben? Oder? Irgendwie eine Milliarde oder sowas. Ach, wie süß. Bei den Bienen scheint jetzt alles zu klappen. Zwar ist er ein bisschen überfordert, aber es scheint zu klappen. Minimal überfordert. Ich glaube, wir brauchen auch noch mehr Squeezer. Aber... Ah, hier ist noch wieder ein bisschen Green Tinted reingekommen. So, jetzt mal eben, kann man auch nach Color suchen? Nee, nach Dye ist das, oder? Sieht so bescheuert aus hier. Ja, guck mal, was wir an Dye haben. Also wir haben von jedem Farbstoff was da. Hauptsache Brown Dye. Wie bescheuert das aussieht. Ja, gut. Also der Plan ist jetzt Alter. Theoretisch... bisschen Dünnschiss oder so. Soll ich mal Dünnschiss draus machen? Naja, danke. Warte kurz. Mach am besten deinen Magneten aus. Hab ich. Ich war nicht sogar extra vor. So, aber ich mach ihn mal lieber an, damit ich das Zeug gleich hier einsammeln kann. Toll, ist ja langweilig, ist ja schon voll. Wo hab ich jetzt meinen Wrench hingetan? Da. Also an sich ist das hier jetzt Dünnschiss, so nach dem Motto. Aber irgendwie... Was ist jetzt Dünnschiss? Ja, ah, jetzt. Warte kurz. Alter, what the fuck. Ich gehe sicherheitshalber in Deckung. Also gleich ploppt da. Alter. So viel zum Thema Dünnschiss.
Schöne Geräuschkulisse. Ja. Ach egal. So. Ja, ich muss jetzt mal ganz kurz wieder entleeren. So gut es geht. So. Alter, was hier alles ankommt gerade. Sehr viel Farbstoff. Tin, Z. Ja, ich hab den Farbstoff extra als erstes reingeballert jetzt. Manuell. Damit ich das richtig einstellen kann, weil jetzt kann die Anlage nämlich komplett laufen. Sie ist eigentlich richtig eingestellt. Das heißt, wir könnten uns mal gucken, ob wir es können wir eigentlich offscreen machen, die restlichen Bienen hier alle reinpacken, über Production Upgrades reinmachen, alles anschließen und dann auf gut Glück hoffen, dass die Zentrifugen hier reichen. Ansonsten muss auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite das Ganze nochmal gebaut werden. Na dann. Wobei eigentlich sollten die auf Dauer reichen. Ich glaube, so schnell kriegen wir gar nicht Komps. Ja gut, wobei doch, wenn alle laufen. Ja. Wir haben auf jeden Fall schon mal knappe 100 Redstone mehr bekommen. Hey. Gut, wollen wir beenden oder habt ihr noch irgendwas? Ja. Was hast du denn noch? Beenden hört sich gut an, du kannst mich mal. Ah, okay, gut. Dann würde ich sagen, Fingers, dass ihr geguckt habt, lasst Kommentar, Bewertung da, etc., etc. Also bis zur nächsten Folge, Entschuldigung, falscher. Bis zur nächsten Aufnahme. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.